Moin! Herzlich willkommen zur Montagsausgabe Let's Play Alice 17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map in der Version 2.0 ohne Gräben. Wir sind dabei und holen uns ein bisschen was für die Sahne, genau. Wir holen uns ein bisschen was für die Sahne. Nein, wir holen uns ein bisschen was für die Bäckerei an Produkten, damit die dann vernünftig weiterarbeiten kann. Gucken, ob wir jetzt diesmal hier so irgendwie hier rumkommen. Ja, wenn ich da diese Auflieger nicht so beknackt hingestellt hätte, dann wird das ja vielleicht heute sogar funktionieren, aber naja, gut, fahren wir eben so. Notiz für mich, nie wieder hier so beknackt irgendwelche Auflieger stehen lassen. Und jetzt geht's weiter. Wir sind auch noch dabei, Silageballen zu pressen auf Feld 11 und Feld 16. Danach will ich dann noch anfangen, Grasballen zu pressen. Auf welchen Feldern, weiß ich noch nicht genau. Guck ich mal. Aber wir bringen jetzt das hier erstmal zur Bäckerei, nicht zur Molkerei. So, der TGS hat seinen Wegpunkt erreicht. Ach, seinen Wartepunkt. Ja, klar, super, den kann ich abladen. Das mache ich gleich. Das ist toll. Bäckerei. Hier steht auch noch ein Anhänger rum. Mit Dolly. Unfassbar. Dann kann hier wieder fleißig weiter produziert werden. Überall stehen hier die Hänger rum. Unglaublich. So, GTX Big M steckt im Verkehr fest. Warum? Oh, darum. Darum. Das sieht nicht gut aus. Ja, fahr da mal rüber. Naja, 50 Meter ist vielleicht dann doch ein bisschen weit. Dann machen wir mal 40 Meter, dann sollte das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Okay, geht auch nicht. Das kommt von Feld 16 hier, was wir hier haben. Nicht mehr viel rein. Da müssen wir gleich auf die anderen ausweichen. Dann haben wir hier 500 Silageballen drin. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Weiterfahren. Los. Wir gucken mal. Was macht denn hier... Karoffelfabrik. Ja. Hat produziert, woran hapert es? An Kartoffeln. Speiseöl ist da. Kartoffelpaletten sind nicht da, aber hier steht alles voll. Okay, alles klar.
einsteigen? Ab zur Kartoffelfabrik. Und Kartoffelprodukte machen. So, die nächste Ladung Raps, die wir ja jetzt bei der nächsten Ernte bekommen, die hauen wir auf jeden Fall in die Speiseölproduktion. Und Diesel auch verdienen, habe ich schon recht gut. Da steht auch noch ein Anhänger. Ja, 3,36 Millionen Euro. Können wir echt tatsächlich bald mal auf Feldsuche gehen. Ja, sieht ein bisschen lustig aus. Ja, jetzt habe ich hier eine Motte drin. Ist ja auch nicht schön. Die eine hier noch. Dann können wir hier aber auch mal wieder Kartoffeln hinbringen. Kartoffeln haben wir ja auch noch, glaube ich, lang und schmutzig. Kannst doch jetzt hier auch weitergehen mit der Produktion. Ah, die könnten Papier, Kartonpaletten gebrauchen. Soll ich die mal schon mal hier mitnehmen, die Sachen? Dann ist die Produktion hier gleich wieder in Feier. Jetzt funktioniert hier wieder irgendwas mit meinem. Kann ich wieder nicht fahren. Weder vor noch zurück. Ich kann ein- und aussteigen. Aber ich kann nicht fahren, das hatte ich doch schon mal. Ich kann auch nicht mehr hin und her steppen. Kann nichts mehr machen. Kann mich nicht bewegen. Aber ich kann auch in den nicht einsteigen. Irgendwas ist hier ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aha, jetzt geht's wieder. Frag mich nicht, was ich gemacht habe.
Nein, das wollte ich doch nicht. Ach, shit. Ich könnte mich aufregen. Ich könnte mich über mich selber aufregen. Glaubt ihr mir das? Gehen wir schon wieder das Risiko ein. Komisch ist das. So. So, das bringen wir mal eben weg. Oder kriegen wir für irgendwas hier gerade Höchstpreise? Ah, siehst du, das funktioniert auch nicht mehr, mein Commodity Price Plugin. Also bringen wir das erstmal ins Lager. Haben wir hier etwa Öl? Ja, wir haben Speiseöl. Super. Das können wir ja dann auch gleich noch oder in der nächsten Folge gleich noch schaffen. Glaube ich nicht. Dann noch zur Produktion bringen, zur Kartoffelproduktion. Millionen. Es steigert sich langsam. Das ist doch toll. Moin. Ich wollte hier gerne mal Chips, nee, ist klar. Aber Pommes doch, oder? Ja, der Rest nicht, das ist klar. Das sind Lebensmittel. Die werden ein Haus weiter angenommen. Kartoffelsack wird hier nicht angenommen. Ja, bei Getränken bestimmt auch nicht. Bleibt ja nur hier hinten. Obst und Gemüse. Dann wird das da angenommen werden, ja.
ihr hört es. Leute, wenn es euch gefallen hat, freue mich über jeden Like, jeden Kommentar, jedes Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen. Schaltet morgen wieder ein. Morgen um 12 gibt es auch eine weitere Folge. Let's Fly Explain 11. Ja, gut. Am Wochenende keine Livestreams. Ich muss arbeiten. Bin auf einem großen Musikfestival. Und ja. In diesem Sinne sag ich dann erstmal ciao.